Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir noch weiter den Schattentempel erkundet und haben eine schöne Bootstour mit einem großen Schiff gemacht. Jo, über Nebel. Und dann haben wir uns den Masterschlüssel geholt und nun können wir uns den Boss stellen. Und Luz ist immer noch dabei, ne? Hallo. So. Da mal ab geht's. Mal umgucken. Hier. Hier konnte ich wieder, genau, hier konnte ich wieder die Hymne der Zeit spielen, dann konnte ich, ich glaube, das zeige ich jetzt einfach mal. Ich dachte, die Vogelscheuche. Moment. Dachtest du das? Ja, das dachte ich. Es ging halt auch mit Vogelscheuche. Kannst du ja auch probieren. So, hier, ich zeig's einfach mal so. Ich will halt sehr viel vom Spiel zeigen, weil ich finde, so ein Spiel verdient es einfach, möglichst viele Details zu sehen bekommen und so. Also, Zelda Ocarina of Time ist meiner Meinung nach einer der besten Spiele aller Zeiten. So. So, hier mein selbst komponiertes Lied. Ja, hättest du dir aber was Schöneres anfangen können. Was? Das ist doch ein Meisterwerk. Aber es lässt sich sehr leicht merken, das ist der Vorteil. Ja, klar. So ein kompliziertes Lied, dann. Ich kann ja nicht nachgucken. Ich kann ja nur, wenn ich die Vogelscheuche anspreche, fragen, wie das Lied nochmal ging. Wenn das extra mal zum Tempel rausgeht, oh, wie war das Lied nochmal? Ja. Wäre ein bisschen doof. Deswegen ist so ein Lied rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter einfach. Das kann man sich halt merken. Ja, stimmt. Okay. Dann hier den letzten Schlüssel, kleinen Schlüssel müssen wir jetzt hier einlösen. Oh mein Gott, wie kommen wir da rüber? Den kann ich den Weitsprung von Super Mario drauf. Aber er hat dafür ein Auge der Wald, was Mario auch nicht hat. Ich freue mich schon so, wenn ich mal auf den Nessie das playen werde. Das Spiel ist so geil. Ach, okay, ich brauche hier meine schönen Gleitstiefel. Oh, das war dumm, oder? Oh Gott, ey. Ich bin so ein Glückspilz. Okay, so. Nun kann ich euch sagen, das ist einer der verrücktesten Bosse, die ich... Oh. In einem Zelda-Spiel jemals gesehen habe. Wollte ich nicht mal runterfahren, nur weil ich jetzt... Ich bin stehen geblieben, er ist gerutscht und ist er da runtergefallen. So, guckt euch aber diesen Boss an. Der ist voll absurd und bizarr einfach nur. Auf einer riesigen Trommel. Ach ja. Guckt dir das an. Wenn das nicht bizarr ist, also weiß ich auch nicht. Riesige Zombie-Hände, die trommeln. Und jetzt guckt ihr mal den Oberkörper an. Der sieht so absurd aus. Ich weiß nicht echt, was es sein soll. Guckt dir das Viech mal an. Was ist denn das? Er hat keine Arme und keine... Kein Kopf. So, hier bauen wir das Auge der Wahrheit auf jeden Fall jetzt. So, hier ist jetzt, wir müssen jetzt die ganzen Hände abballern. Die man treffen würde. Siehst du? Genau so wie bei der. Oh. Aua, 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 ja, ja. Drück ein bisschen drücken. Ja. Lass dich drücken. Oh Gott, scheiße. So, hier jetzt. Und jetzt komm her, du. Scheiße. Das war viel zu langsam. Wie dumm. Darf doch nicht wahr sein. Ich wollte jetzt schön was auf die Fresse geben. Okay, normal. Nächster Versuch. Bärmann! Warum kann ich nur einmal treffen? Verstehe ich nicht. Komm her. So. Nächste Hand. Und das war's auch schon. Also, eigentlich ist er nicht allzu schwer. Bärmann, 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 Bärmann! Boah, das hat mir doch ordentlich viel getan. Du hast ja diesen... Ich habe ihn ja schon mal gezeigt, diesen Stichangriff, ne? Der ist extrem stark, kann ich dir sagen. Genauso stark wie eine Sprungattacke. Und sehr schnell. Also der effektivste Angriff im Spiel. Machst du die? Das sehe ich dir gleich, wenn ich fertig bin. Das war's auch schon wieder. Siehst du, wie stark dieser Angriff ist? So schnell könnte man ihn nicht besiegen, wenn man diesen Angriff nicht anwenden. Und dann noch mit den geilen Bigurunschwert dann diese Strichattacke. Ja, Mann. Und da trommelt er zum letzten Mal. Sein Rumgetrommel. Und er wird knallschwarz. Und verschlingt sich in den Boden. Jo. Bulvaria war spektakulärer irgendwie, oder? Bulvaria war da irgendwie schon das spektakulärer, ne? Ja. Aber ich finde, dieser Boss hat irgendwie auch noch irgendwie was. Wie absurd er aussieht, irgendwie. Aber bei den Mangels ein bisschen an Abwechslung, finde ich. Okay, ich habe doch kaum Angriffe gesehen, weil ich ihn so schnell platt gemacht habe. Das Einzige, was ihr gerade gesehen habt, war eben das Zerquetschen.
Und wenn er, man muss halt schnell dann an sein Auge schießen, weil er ansonsten überrennt. Aber eigentlich ist er kein Problem. Bei Wind Waker gab es fast denselben Boss nochmal. Leicht verändert. Voll seltsam. Der mit den Augen, ne? Der ja. Turm der Götter. Der war. Vom Schema war genauso. Man muss ihn in die Hände ballern, da muss man in sein Auge ballern, da muss man ihn angreifen. Voll seltsam. Wahrscheinlich war es wirklich eine kleine Hommage an diesen Boss. So, aber erstmal hier. Halle der Weisen. Wer ist jetzt der nächste Weise? Achso, Schick hat es sogar schon gesagt. Das ist Imper. Und der haben wir auch nichts mehr gehört, seit wir erwachsen sind. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch von Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Sarah. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserem Flucht aus dem Schloss sah, warst du ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir erklären, alles erklären. Dann, wenn die sechs Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett, die immer noch nichts bringt. So schön aussieht. Das Amulett? Mhm. Ja, sieht schön aus. Das Amulett des Schattens. Imper gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Bitte, suche die Prinzessin. Ist dir mal aufgefallen, dass fast alle Weisen nur Frauen sind? Ja. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt. Oh. So ein Mist! Okay, was machen wir jetzt? Eigentlich wollte ich auch jetzt beenden, aber jetzt ein 7-Minuten-Video wäre auch nicht so geil. Dann würde ich sagen. Machen wir uns schon mal auf den Weg. Zum nächsten Tempel. Aber den Rest. Ja. Was anderes haben wir jetzt nicht übrig. Was soll ich sonst machen? Ja, gibt's noch eine Nebenquest oder so? Eine Nebenquest? Lass mir überlegen. Ja, ich könnte was. Ja, okay, das kann ich machen. Genau, ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Feuertempel und hol mir die letzten 2 Kulturelemente noch fehlen. Um die Zeit zu schlagen. Mit dem Schwert. So, okay, mich hier. In diesem Tempel, Dodongos Höhle. Da haben wir noch 2 Skulptula, die wir uns als Kind nicht holen können, sondern wirklich erst jetzt, wo wir den langen Enterhaken haben und einen Vogelschulchenpolka. Als Erwachsen müssen wir dann halt nochmal reingehen und dann da nochmal die letzten 2 Skulptula holen. Mhm. Das machen wir jetzt einfach mal schnell, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal erledigt und ja. Wie viele Skulptula brauchst du für das nächste? Weil nach 50 kriegt man leider keine Preise mehr pro 10. Erst bei 100 kriegt man dann den Preis. Mhm. Okay, also hier nochmal ganz schön vorher, Dodongos Höhle. Ach, wie lange war das her, als wir das letzte Mal hier drin waren? Das war so am Anfang noch. Ich glaube, beim 8. Part oder so, jetzt sind wir schon beim 40. oder so. Voll heftig. Aber das Projekt dauert wieder nicht mehr so lange. Es folgt nur noch ein offizieller Tempel. Und dann nähert sich schon das Finale. Aber dann, wie gesagt, kommen noch einige Quests. Die ganzen Cthulhu müssen wir noch holen, wo wir gerade erst 62 haben. Und es gibt genau 100. Eieieiei. Das wird sehr lange noch dauern. Okay, es geht sogar, aber es wird noch eine Weile dauern, kann ich euch versprechen. Also das Projekt wird nicht nach den Wüstentempel sofort zum Finale übergehen, weil wir eben noch sehr viel Erledigungen dadurch führen müssen. Hier ganz witzig, als Erwachsene, die kann man einfach direkt hier hochklettern. Aber das bringt mir jetzt rein gar nichts.
Als Jünger, die mussten wir extra einen riesen Umweg gehen. Okay, so diese Viecher. Boah, three of the kind kill. So, hier. Schnell mal das Lied gezockt. Mit der geilen Ocarina. Schon wieder ein Vogelscheuchen-Polka. Ich glaube, hier haben wir ihn jetzt am öftesten im Einsatz gesehen in diesem Part. Ach, die Ocarina habe ich sogar schon den Enterhaken ausgerüstet. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal schaffe. Das Alter, was ich brauche, direkt ausgerüstet zu haben. So, hier. ECS-Otula. Weil, ja, der kleine Ding hat keinen Enterhaken, deswegen können wir nur als Erwachsener diese zum Beispiel holen. Und dann mal weiter geht's. Nein, hier nicht. Mal gucken. Ich habe den Tempel leicht vergessen. Lässt sich vielleicht nachvollziehen nach so langer Zeit. So, hier, das Teil platzieren wir nochmal schnell. So, dann komm mal rauf hier. Zack. Ach, einfach ein geiles Spiel. So, ich will da mal so irgendwie ruhig einfach mal kommt. Beleidigen meine Kompetenz. Ne, nicht Kompetenz. Mein Können und so. ja, ich bin noch richtig. So. Hier, sind die fetten Dongos noch da? Och. Ist ein bisschen seltsam. Warum sollten wir dann noch alle Gegner da sein? Wir haben doch eigentlich. Ich hieß ursprünglich, wir sollten alle Dodongos killen. Jetzt sind die da immer noch da. Bisschen seltsam. Hier sind hier die ganzen Fackeln aus. Ist ein bisschen doof jetzt. Ich glaube. Das Inferno. Trifft das überhaupt alles? Achso. Ich glaube, ich mache einfach mal einen ganz einfachen Weg. Ach, doof. So. Eines an. Eines an, ja. Aber. Wir gehen ja irgendwann nach der Zeit aus. Okay. Jo. Dann rennen wir doch ganz schnell wieder zurück, weil wir können einfach da hochklettern an den Vorsprung. Und so kommen wir hier gleich dahin. Achso. So, Rückwärtsgang geht viel schneller. Aber egal. Ich beeile mich ja schon, Leute. Wow. Schnell! Schnell, schnell, schnell! Ich will doch was bieten. Also, Kinder, wenn ihr Sport habt, immer rückwärts rennen, weil es halt sehr viel schneller. Das ist eine Tatsache. Wenn ihr also im Marathon läuft, auch die Marathonläufer, immer rückwärts rennen, dann seid ihr immer sehr viel schneller und habt eine höhere Gewinnchance. Okay, ich bin völlig falsch. Jetzt weiß ich es endlich. Ist also auf der anderen Seite dieser Raum, den ich suche. Gut zu wissen, ne? Ja, sie ist. Ja, toll, jetzt können wir da nochmal hinrennen. Weil die Tür sich hinter mich geschlossen hat. Nein, hinter mir geschlossen hat, ja. Lalalala. So, ja. Dann wird es doch den ganzen Part noch gehen. Dieses ganze Ungeirre in diesem Tempel. Schade. Aber der hüpft doch. Hm? Wenn der rückwärts geht, hüpft er. Stimmt, so ein bisschen, ja. Weil wir so stolpern. Au, boah, wie jetzt zum Beispiel. Nerven. Das sind also Baby-Dongos, sehen aus wie Totenschädel. So ein bisschen. Und auf der anderen Seite war das, jetzt weiß ich es wieder. Hier gab es ja keine weitere Tür. Ja, die Goronen sind drin, wie gesagt. Oder nee, die Goronen sind diese. Nicht die Steinmännchen, sondern die. Goronen sind diese dicken Viecher, die Steine fressen. Alles klar. Aber die haben doch gesagt, irgendwie, dass das deren Vorhat. Vorrathöhle ist. Genau, da haben sie ihr ganzes Essen, aber jetzt warum sind die ja wieder da? Eigentlich haben wir doch alles vom Flucht befreit. So, das war dieser Raum, den ich jetzt gesucht habe. Weil, wie gesagt, die haben eigentlich gesagt, töte alle Dodongos und jetzt. Und eigentlich müssten jetzt von der Story-Logik her alle Dodongos tot sein. Warum sind die ja wieder da? Das verstehe ich irgendwie nicht. Eigentlich müsste das jetzt eine Vorrathöhle sein. Dann müsste sie ganz leer sein. Naja. Das sind halt so eine kleine Details, die man jetzt eigentlich wirklich nicht ins Gewicht fallen. Aber. Ja, außerdem, ich denke schon, dass sie es mit Absicht gemacht hat, ne? Weil, stell dir vor, da gibt es jetzt keine Gegner mehr. Wäre ja uncool. Ja, stimmt auch wieder, aber das macht trotzdem keinen Sinn. Nee. Okay. Die Eco-Baum ist ja auch nicht alles leer. Da sind ja auch noch die ganzen Spinnen und so. Ja. Hep, hep. So, hier. Da ist die letzte Skutula. Die wir aus einem ganz komischen Winkel jetzt angreifen müssen. Von der anderen Seite.
So, hier. Den Enterhaken. Und dann einfach von hier. Neben. Reicht das überhaupt? Da bin ich zu weit weg. Vielleicht bin ich zu weit weg. So, das müsst ihr jetzt hinhauen, oder? Das ist der lange Enterhaken. Das ist der kurze Enterhaken. Zu kurz. Und wo kriegst du den lang? Den bekommen wir beim Wassertempel. Geht doch, so. Gut. So, ich glaube, jetzt müssen wir alle Skulpturen in diesem Tempel haben. Ja. So, wie lange geht der Part jetzt? Geht 15 Minuten. 16. Okay, dann. Jo. Dann können wir einfach wieder raus. Lalalala. Wo musst du das nächste hin? Und zum Dekobaum werde ich vielleicht noch schnell gehen und die letzte Skulptur holen. Damit der Part auch voll ist. Wow, 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 wow. Okay, wo war das? Da vorne. Ja, ich will halt irgendwie den Partner füllen und ich habe keine Lust, jetzt direkt zum Tempel zu gehen, weil ich dann irgendwo bin und speichern müsste und dann mal oft wieder hinrennen müsste. Und da bin ich ein bisschen faul. Weil das Spiel vielleicht halt wirklich nur in Tempeln oder in ganz bestimmten Orten. Also wenn man speichert, dann landet man dann normalerweise wieder in der Zitadelle der Zeit. Ist ein bisschen doof. Aber wenn man in Tempeln ist, dann landet man wieder im Eingang vom Tempel. Genauso wie bei Gebieten wie, werde ich später sehen. Also, nur bei bestimmten Gebieten landet man auch dann wieder da, wo man gespeichert hat. Ja. Wie geht denn der Song of Stones nochmal? Der was? Song of Stones. Stones? Stones. Ja, ja. La la la, la la la, la 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 la. Ja, genau. Okay, jetzt kann ich mal wieder mein treues Fett Epona holen, was wir auch wieder eine Weile nicht gesehen haben. Ah, da ist es ja sogar noch. Hat die ganze Zeit auf mich gewartet. Ohne Essen, ohne Freunde. Ja. So ein Pferd wünscht sich doch jeder Held. Ja, das sieht so ein cool, so ein Haustier zu haben, wo was man füttern müsste oder sowas. Hm. Ja, ist auch voll cool. So. Ach, man ist so schön schnell mit dem Pferd. Jo. Also hier bei Twilight Princess wurde es ja nochmal gebessert mit dem Pferd. Da konnte man an viel mehr Stellen rumreiten, weil hier kann man ja nur an der Ebene und bei ganz bestimmten Orten rumreiten, weil hier wäre zum Beispiel jetzt eine unsichtbare Wand oder so. Habe ich ja schon mal erwähnt. Okay. Guck, hier doch ist ja wieder alles schön. Zum Glück. Hm. Hier sind keine Monster mehr, die hier rumprotzen und so. Stimmt. Weil wir den Waldtempel, den Weise gefunden habe. Haben. Okay. Ja, dann überziehen wir halt noch ein bisschen, falls es jetzt länger geht. Hm. Ich glaube, dass ich also dann kurz die. Nicht mal da gesagt bin. Super krass. Wow, was ist das? Oh, ich habe was verplant. Verdammt. Können Sie gar nicht mehr rein? Genau. Also was kann ich da nicht mehr hin? Habe ich vergessen. Ach verdammt. Hey, ich kann nicht mit dir reden. Sei gegrüßt. Ich bin der Spross des Siegbaumes. Ja, das weiß ich ja schon. Weil du und Saya den Fluch von mir, von Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Okay, wie lange geht der Part jetzt? 18. Aber wie willst du denn jetzt nochmal die Skulptur da holen? Als Kind müsste ich sie nochmal holen. Aber okay, komm, dann machen wir einen 18-Minuten-Part mit raus. Ein 18-Minuten-Part, also einmal kann man es einmal verschmerzen, denke ich. Okay, also hier ist ja cool. Was ist denn? In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Jo. Wusste ich gar nicht, dass so ein Rampenlicht auf ihn scheint in der Nacht. Ist ja auch ein cooles Detail. Mhm. Jo, und da ist der tote Dekobaum. Irgendwie schon bemitleidenswert. Aber hier wird ein neuer Spross sprießen. Viele vermuten ja, dass dieser Spross hier der Dekobaum ist, den man im Wind Waker dann sieht. Das ist eine Timeline, das haben viele Fans dann spekuliert. Dass dieser Spross dann bei Wind Waker ausgewachsen ist und dann der Herrscher war. Das kann aber irgendwie nicht sein, oder? Warum nicht? Wind Waker besiedelt ja an Ocarina of Time Story an. Kann auch möglich sein, oder nicht? Ja, könnte sein, aber ich meine, der ist ja auch in einem riesen Baum drin. Weil es dauert ja ewig, bis so ein Baum wächst und da Wind Waker auch mindestens 100 Jahre Abstand hatte, vielleicht zu Ocarina of Time, wäre es schon möglich, dass
der Dekobaum, den man bei Windwaker sieht, dann dieser ist, der jetzt hier noch ein Spross ist. Ja, stimmt schon. Ganz cool, so eine. Finde ich ganz cool. Sowas gibt es nicht bei vielen Serien, so eine, wo man so viel Spekulationen machen kann, was jetzt irgendwie storymäßig verbinden lassen kann, weil es ja relativ unklar ist mit Zelda, was sie jetzt historiemäßig verbinden lassen kann. Also mir fällt sonst keine Serie ein, wo man so viel spekulieren kann, storymäßig, also richtig schon was zusammenreimen kann, was. Krieg mal eine Bombe davor. Finde ich ganz cool irgendwie. Was denn? Achso, ja, hab ich das schon mal gezeigt? Nee, hab ich nicht. Jo, würde das ein paar Bonus sein hier. Ah, ja, hier eine Bombe mal rauflegen. Ist ganz witzig dann, was er dann macht. Nix. Doch. 3, 2, 1. Start! Wow. Und er fällt durch den Dekobaum. Wäre lustig, wenn er jetzt alles anzünden würde, der ganze Dekobaum noch mit abbrennen würde. Ja. Oh weia. Wäre nicht so schön. Als Kleinhaus dann zu enden, wenn man schon tot ist. Ich glaube, das wünscht sich kein Baum, der stirbt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir lang genug aufgenommen. Also, jetzt haben wir noch genug Zeit, um dich zu verabschieden. Du kannst dir noch ganz kurz deine Meinung zum Spiel sagen, wenn du willst. Ich find's super. Ja, ich auch. Wir haben das gemeinsam. Ja. Okay, ich kann dir auch ganz kurz sagen, also du musst abwehren gedrückt halten und einfach B drücken. So macht er diese Angriffe. Ja. Und der ist wirklich genauso stark wie der Sprungattacke. Deswegen kann ich auch die Gummerspinne so extrem schnell besiegen und sowas. So, sieht ja so aus, als würde auf der Jagd sein irgendwie so. Ja, Mann. Ich habe Witterung aufgenommen. Okay, ja, also, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Beim nächsten Mal werden wir zur Wüste gehen und gucken, was da so abgeht. Und, ja, dann nach diesem Tempel dann, nach dem Wüstentempel, der dann folgen wird, wird dann, wie gesagt, sehr viel Skulltula gesammelt. Und wenn das geschafft ist, den Skulltula gesammelt, dann nähert sich das Finale. Ja, also mit diesen Worten verabschiede ich mich dann mit Louis. Ja, tschüss. Ja, also dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi.